Willkommen zu Regeln und Risken. Eine neue Folge unserer Börsenshow steht an, wo wir mit euch über Märkte und Aktien reden wollen. Natürlich wie immer im gewohnt lockeren Stil, denn der Spaß soll nicht mit zu kurz kommen. Ich fange ja schon mal ganz locker an, wie immer mit unserem Disclaimer, der besagt, dass wir hier keine Anlageberatung machen und natürlich jeder selber wissen muss, was er am besten mit seinem Geld ansteht. Ja, unser Thema heute, Konstantin, Ich wurde was nicht ist es? begrüßt, aber hi. Oh, Schön, dass ich ja, da sein darf. genau, Konstantin, der treueste Fan der Show, immer Der schon. Treueste und einer der wenigen. Ich bin immer da, immer nah. Was wir heute machen, wir gucken uns heute den Sturz, kann man es ja beinahe nennen, Katie Woods an. Und erfreuen uns, dass wir in unseren wunderschönen Bürostühlen hier sitzen können und über so eine sehr erfolgreiche Frau jetzt einfach mal lästern. Ja, Und also. wir nehmen auch noch das deutsche Pendant nehmen wir auch noch gleich mit. Will Thiel, willst auch noch lästern? Den Thiel nehmen wir auch noch mit. Also schnapp dir noch einen Okay. Espresso und dann geht's hier los. Genau, aber beachte Konstantins Kleinfinger beim Espresso trinken. Ja, immer dran. Also, genau, also Konstantin hat es gesagt, wir reden über Casey Woods, aber natürlich in dem größeren Kontext, denn wir reden auch über Tech. Also der Aufhänger sind Tech-Aktien, die Sektorrotation, die da stattgefunden hat. Jeder hat es, glaube ich, in den letzten Tagen mitgekriegt. Mit dem Nasdaq ging es mal ordentlich runter. Hat sich jetzt wieder so ein bisschen gefangen, aber natürlich erstmal kein guter Start ins Jahr. Ich zeige es nochmal hier erstmal auf meinen Charts. Da, 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 da. Soll ich in der Zwischenzeit was erzählen, wenn du Nein, anlässt? haben wir es schon. Also, hier vor allem. Ups, oder? Ja, hier sehen Sie den Chart und einen Blick über Präsent. So, also hier, man sieht es ja nochmal hier von knapp 16.400 auf unter 15.700 gefallen. Das war schon relativ runter jetzt, aber hier so die kleine Gegenbewegung bis auf 15.200 war sogar jetzt, aber hier die Gegenbewegung. Und hat sich wieder so ein bisschen gefangen, auch heute wieder im Plus. Aber es ist natürlich die Frage, ist das hier jetzt die Wende oder nicht? In dem Zusammenhang wollte ich auch noch mal direkt zeigen, was finde ich auch ganz interessant. Stichwort Value-Aktien, wenn man sich hier mal in der Chart-Analyse den Vergleich anschaut zwischen dem normalen MSCI World und dem MSCI Value. Value. So, da sieht man Rätselhaft. nämlich, so, da sieht man nämlich, hier sieht man, dass hier der so die blaue Linie ist der MSCI Value und die rosa Linie ist der MSCI World. Jetzt mal hier normiert auf einen Monat. Da sieht man, dass der MSCI Value hier fast Ja, richtig. 7% gemacht hat auf Monatssicht und der MSCI World mit dem großen Tech-Anteil nur knapp 1,3%. Ja, und wer hat das immer gesagt? Ich? Konstantin, trinkst du Ich? Wodka? Ich trinke keinen Wodka, ich trinke Espresso und möchte nochmal betonen, wer schön zugehört hat die letzten Monate, weiß, dass ich immer gesagt habe, Tech raus, Value rein. So, mehr sage ich dazu nicht. Mehr will ich dazu nicht Also. sagen. Aber ihr seht, Value zieht, Value ist das Thema für dieses Jahr. Das habe ich letzte Woche übrigens auch schon gesagt, seitdem lief Value auch besser. Auch Dividendentitel liefen da wieder besser. Ja, Dividenden Entsprechend Value ist ja das höre ich Gleiche mich. quasi, Ja, oder? aber du weißt auch zum Beispiel, in dem Value-ETF von iShares sind sehr, sehr viele japanische Titel drin, die ich jetzt nicht zwangsläufig als dividendenstark in Erinnerung habe. Aber ja, jetzt, meine Damen und Herren, sehen Sie, wie sich jemand gemutet hat, um zu niesen. Oh, ich wollte eigentlich was anderes sagen, dann niest du. Schade eigentlich. Schön. Nein, also nochmal, ich trinke kein Wodka. So, aber was sagst du denn dazu? Value. Ja, Value ist natürlich ganz klassisch. Da sieht man wieder, dass die Zinserwartungen, denn der Tenor ist ja, dass die Fed dieses Jahr die Zinsen erhöhen wird, dreimal ungefähr. Das wird Ende des Jahres bei 1% stehen. Boah. Vielleicht sogar noch ein paar Mal mehr. Da gibt es ja schon so Stimmen, die sagen, das reicht nicht, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Und steigende Zinsen sind natürlich schlecht für Growth-Aktien, weil da liegen die Gewinne in der Zukunft und die werden natürlich weniger wert, wenn die Zinsen steigen, also das, was ich jetzt schon haben könnte.
Und deswegen haben wir ja gesehen, die Sektorrotation, nochmal hier ganz deutlich, nochmal ganz gut zu erkennen, wie gesagt, an dem Vergleich zwischen MSCI World und MSCI World Value. MSCI World, nochmal zur Erinnerung, fast ein Tech-Anteil von 30%, glaube ich. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir halt da auch in den letzten, im letzten Jahr, hier nochmal der Vergleich, hier vor allem da einen schönen super Anstieg hatten im Zuge von dem ganzen Corona-Boom und so weiter. Aber natürlich jetzt kommt ja die Sektorrotation und Value ist gefragt. Und wer daran darunter, sieht man wieder, ja. Daran sieht man wieder Diversifikation. Also wer immer alles auf eine Karte setzt, selbst ein breit gestreuter MSCI World mit 1700, glaube ich, sind es Unternehmen drin, heißt nicht zwangsläufig, dass das Thema immer läuft. Denn das ist nicht die berühmte von deinem oder unserem Kollegen Andreas Beck vorgestellte und gelebte Welt-AG. Das heißt, man muss eben breiter diversifizieren. Man holt sich eben nochmal ein Value-ETF etc. mit rein. Das finde ich sehr, sehr wichtig und hat mal wieder gezeigt, dass Diversifikation alles ist in diesem Markt. Aber genau. Wir haben ja eine Dame, die wir uns heute angucken, die sagt, Diversifikation ist nicht ganz meins. Brauche ich nicht. Genau. Casey Woods, einer der Star-Investoren der letzten 2-3 Jahre. Man sieht es hier, bei ihr ARK Innovation Fonds hat super performt hier von irgendwie, was war es da, irgendwie, keine Ahnung, hier $40 auf irgendwie bis zu 150 in der Spitze innerhalb von einem guten Jahr. Das ging natürlich extrem ab, aber seitdem, man sieht es hier, eine ziemliche Abwärtsbewegung. Es läuft nicht mehr. Und da hat sie auch ein nettes Video zu veröffentlicht, das ich euch hier mal zeigen möchte. I do want you to know that, of course, we've been through a very difficult time since the significant rotation from growth into value started nearly a year ago in mid-February. And I want you to know that we're in there with you between the company and ARK funds, which are more than half of my IRA. And the significant percentage of my total net worth, we're all in. And my conviction couldn't be higher that the innovation that has been evolving and was accelerated coming out of the coronavirus crisis is unstoppable. And the convergence between and among the 14 different technologies that we are researching, that convergence is underway now and is causing and will continue to cause explosive growth. Really. Genau, also was Katie Woods sind für erstmal natürlich noch ein geiles Büro oder Arbeitszimmer, was sie da hat. wenn es hier, guck doch mal rein, wenn es nicht irgendwie ein wenn es nicht ein Fake-Hintergrund ist, aber da lässt sich leben. Das ja, halten wir mal fest. Das ist, was ARK mit dir macht, ey. Krass, ja? Schön. Da lässt sich leben. Aber was sie natürlich auch gesagt hat, ich meine, es klang so ein bisschen verzweifelt irgendwie. Nach dem Motto, ja, es läuft wir sind ja bei gut, euch. Aber wir denken an euch und ich hänge ja auch mit drin und es wird schon wieder. Das sind für mich irgendwie, das geht so ein bisschen nach Durchhalteparole, als würde sie jetzt auch so nicht so richtig die Welt verstehen, gerade warum es nicht mehr läuft. Genau, und man muss natürlich jetzt sagen, das, was sie inhaltlich sagt, diese Innovation, die auch aus dem Coronavirus oder aus der Pandemie entstanden sind, dass die weiterlaufen werden, was sie sagt, und dass das nicht aufzuhalten ist, das ist so, das sehe ich auch, dahinter stehe ich auch unter der Aussage. Das Problem ist trotzdem immer, zu welchen Bewertungen du sowas kaufst und wenn du sagst, dir ist die Bewertung egal, was ja auch in Ordnung ist, was sie ja offenkundig macht, dann kannst du das nur machen in meinen Augen, wenn du sagst, hey, ich habe einen ganz weiten Anlagehorizont, ich spare irgendwie für die Rente vor oder sowas und sage, ich betrachte ein Unternehmen, Tesla ist jetzt ein doofes Beispiel, was weiß ich, DraftKings, auf 20 Jahre und sage nein. Oder im Biotechnologiebereich ist das jetzt eine Wette auf in 20 Jahren. Das kann ich dann nachvollziehen. Aber wenn man sagt, wie sie es ja auch tut, wir gucken uns 5-jährige Anlagehorizonte an, dann finde ich, ist das eine schwierige Aussage. Denn selbst wenn das nicht zu stoppen ist, sind aber diese Marktkorrekturen so groß, wie man jetzt sieht. Ich meine, 50% Wertverlust ist immens. Bis das wieder aufgeholt ist, wenn du oben bist, musst du, glaube ich, 100% machen fast. Ja, genau. Musst du 100% machen. Ja. Ja, und das ist natürlich etwas, ist wahnsinnig schwierig. Und da muss ich sagen, mache ich ihr schon den Vorwurf.
Genau. Das ist einfach nicht korrekt. Ja, was ich auch ganz interessant fand, sie hat das dann halt auch hier in einem Blog geschrieben. Wie gesagt, alle reden über Value. Und da hat dann Casey Woods hier so einen Blogbeitrag geschrieben. Innovation Stocks are not in a bubble, we believe they are in deep value territory. Also jetzt sind auf einmal Tech-Aktien Value-Werte, weil die so abgeschmiert sind. Das klingt für mich so, als müsste sie irgendwie verzeihbar den Value-Begriff reinbringen, damit halt irgendwie die Leute denken, oh, Value ist ja gefragt. Katie Wood sagt hier, Dingsbums hier, Tech-Werte sind auch Value, da kann ich ja auch Tech-Werte kaufen. Also hier erklärt sie halt, dass halt hier Zoom ist halt irgendwie abgeschmiert um 70%. Gleichzeitig sind die EBITDA ist um 70% abgeschmiert, gleichzeitig ist das EBITDA um 60% gestiegen. Ja, aber das ist ja auch eine doofe Rechnung. Ja, genau. Du sagst es jetzt, das ist ja auch eine doofe Rechnung. Wenn du sagst, das ist um 60% gefallen, aber EBITDA ist increased. Okay, das ist aber auch während der Corona-Jahre haben sie sehr, sehr viel Geld verdient, aber der Markt nimmt ja immer vorweg. Und wenn du jetzt sagst, okay, die haben 60% Wert verloren, klar, weil der Markt denkt, Zoom, Video Communications ist halt jetzt on vogue, ist jetzt wichtig, aber wird in 5 Jahren nicht vielleicht nicht mehr so wichtig sein oder in 1 oder 2 Jahren wie damals in der Corona-Pandemie. Weil wir zum Beispiel haben damals alles per Zoom gemacht, das ist jetzt deutlich weniger geworden. Ehrlich gesagt, habe ich kein Pro-Account mehr. Und das ist natürlich etwas, das zu vergleichen, finde ich halt schwierig. Also da wundert es mich, dass sie nicht diesen Weitblick hat. Vielleicht hat sie den auch, höchstwahrscheinlich hat sie den, aber sie will ihn uns nicht präsentieren, um eben zu sagen, es ist so günstig, wir haben hier die Value-Werte, um, wie du sagtest, eben in diesem Value-Bereich vorzudringen und damit Werbung zu machen. Finde ich schwierig. Ja, einfach mit das Wort Value fällt, ne, irgendwie. Ja. Und dann, was macht ja Katie Woods? Sie hat ja, ich sag mal Katie Woods, das klingt wie Katie Hummels. Wie Pepper Woods, diese Schweinchen. Pepper Pig, genau, Pepper Woods. genau, also, und was macht sie ja? Sie kauft halt nach, ne, hat sie irgendwie, was hat sie nachgekauft? Ich hab's mal hier rausgesucht, sie hat ja Ginkgo Biotech zum Beispiel, BioWorks nachgekauft. Also sie hat, man muss jetzt sagen, am 10. zum Beispiel hat sie quasi gefühlt alles nachgekauft. Also da hat sie 7-mal nachgekauft und zwar auch für viel Geld. Also das ist schon mal. Ja. Hier, also Ginkgo Biotech hat sie nachgekauft, der Kurs hat sich quasi halbiert, ja, möglich jetzt günstig. Das hat sie noch nachgekauft, das andere war eine. Ja, Palantir hat sie nachgekauft, aber Block wollte ich zeigen. Genau, hat sie auch ehemals Square hat sie nachgekauft. Das ist zum Beispiel, und da möchte ich jetzt auch mal ganz klar unterscheiden bei Tech-Werten. Also eine ehemalige Square-Block hat vielleicht sogar einen intrinsischen hohen Wert, einen Value-Wert. Das ist ja nichts so Spekulatives wie jetzt zum Beispiel eine Palantir, whatever, oder was du eben gezeigt hast, ein Ginkgo. Das hat ja einen Wert, das ist wie bei PayPal. Wenn so eine PayPal 70% an Wert verliert, aber das ist ja etabliert, dann ist das vielleicht sogar ein bisschen Value. Ich kann das schon nachvollziehen. Aber ich meine, da kommt es immer auf die Mischung an. Ja, also das hat sie nachgekauft. Zahlungsdienstleister, genau. Die jetzt sich in Block umbenannt haben, um halt zu verstärken und dort hier zu machen, dass sie auf die Blockchain setzen. Also wie Facebook sich in Meta umbenannt hat, um zu verdeutlichen, dass sie aufs Metaverse setzen. Ganz kurz, wirklich nur eine Minute Exkurs. Wenn du dir überlegst, wie wir vor 2 Jahren hier saßen und über Blockchain geredet haben und wie nicht on vogue das damals war und jetzt redet jeder drüber, sei es NFT, sei es Metaverse oder sei es Wertspeicherkapazität oder Staking. Das ist Wahnsinn, ne? Aber übrigens, das findet man in den Kursen noch nicht wieder, in meinen Augen. Aber ja, das ist ja, glaube ich, der einzige Blockchain-ETF, den ich bisher gesehen habe. Naja. Ja. Erinnert so ein bisschen an den Bitcoin-Chart, ne? Ja, ist 1:1 im Zweifel. Muss mal gucken, wie viel da Bitcoin drinsteckt bei Ethereum. Das ist ja alles so ein bisschen korreliert. Aber naja, zurück zu Katie Wood. Genau, und dann hat sie noch DraftKings gekauft. Also das war auch eine ihrer größeren Positionen, die nachgekauft hat. Super. Und da hast du dich schon aufgeregt, Konstantin, über DraftKings, was das soll. Ja, ich habe mich vorher aufgeregt. Vielleicht kann mich auch jemand in den Kommentaren belehren, weil DraftKings ist ja eine Fantasy-Football, Fantasy-Tennis, Fantasy-Basketball, Fantasy-Soccer, sag ich jetzt mal. Als deutscher Soccer. Jedenfalls eine Fantasy-Sport-Wetten-Seite. Und da frage ich mich jetzt wirklich, und dafür bin ich wahrscheinlich zu unbelesen, wo ist denn da die Innovation? Nur weil man da Geld verdienen kann? Oder wo genau steckt da die Innovation? Ich verstehe es nicht. Wir haben 1,5 Millionen zahlende Kunden, alles klar.
Aber nochmal, wo steckt da die Innovation? Vielleicht kann es mir bitte jemand erklären, aber für mich hat sowas nichts in den Innovationsfonds zu suchen. Vor allem, wenn ich mal ganz kurz nachschauen kann, DraftKings hat einen Anteil von 2,51, das sind 376 Millionen Dollar. Das ist schon viel. Für eine Plattform für Fantasy-Sport. Also ja, das ganze Ding ist 10 Milliarden Euro wert fast, ne? Also ist auch nicht so klein mehr. Aber wenn du jetzt mal schaust, was da dann noch drin ist, wenn du das nur mal die Innovation vergleichst zwischen einem Fantasy-Football-Club, sag ich jetzt mal, oder Fantasy-Sport-Club, neben CRISPR, Beam, Block, meinetwegen, gutes Spotify, Coinbase, Roku, Zoom, gerade CRISPR und sowas, das sind für mich richtige Innovationen, die sich auszahlen, aber DraftKings, ich weiß ja nicht. Also da kann sie ganz nach Hause fahren mit dem Müll. Die hat auch Twitter noch drin. Ist ja, aber ist ja Twitter ist für mich auch keine Innovation mehr. Nee, total lame. Genau, aber ist natürlich auch eine interessante Aktie. Also ich weiß nicht, inwieweit das jetzt noch so innovativ ist. Wenn du jetzt mal alle nicht-innovativen, in unseren Augen nicht-innovativen Unternehmen rauswirfst oder innovative Unternehmen, die aber ihre Innovation schon gebracht haben, wie zum Beispiel selbst eine Tesla oder eine Spotify oder eine Twitter oder eine Coinbase vielleicht sogar auch oder eine Zoom, dann hast du nur noch einen spekulativen kleinen Fonds. Ja, aber genau, das ist ja das doch so ein bisschen, dass wir, es war ja mein Vorwurf eher, also irgendwie ist sie nicht da, wie soll ich sagen? Ich meine, sie muss ja so ein bisschen Stabilität drin haben. Sie kann nicht nur die ganzen heißen Fettig-Dinger drin haben, wo man nicht so richtig weiß, was da irgendwie rauskommt. Von daher ist es schon ganz sinnvoll, halt irgendwie so eine Tesla reinzunehmen und so eine Coinbase und so. Wobei das sind ja auch Sachen, da brauche ich keinen Fondsmanager für irgendwie. Der sich halt damit brüstet, halt irgendwie die größten Innovationen zu finden. Auch eine Palantir ist relativ, auch nicht mehr so neu in dem Sinne, ne? Nein, ich sehe da im Moment, ehrlich gesagt, relativ schwarz, auch wie gesagt, wegen diesen ganzen Bewertungsgrundlagen und dann diesen Sprüchen zu sagen, ne, ich vergleiche jetzt die alten Zahlen mit der derzeitigen Bewertung und rechne das hoch und sage, es ist jetzt die Value. Das finde ich fatal, das finde ich peinlich, ehrlich gesagt. Da kaufe ich einfach lieber ein Nasdaq-ETF, lege mir noch ein Small- und Mid-Caps, Technology-ETFs oder sowas rein, erfreue mich daran, kriege noch eine Ausschüttung und sage, gute Nacht, Marie. Also ich meine, ja, das darf man ja nie vergessen. In diesem, zum Beispiel ein Russell 2000 ETF, da steckt auch Innovation drin. Das darfst du nicht vergessen. So 2.000, 3.000 Unternehmen, je nachdem, welchen du nimmst. Da sind auch innovative Unternehmen drin, habe aber ein massiv geringeres Risiko. Und ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, wie sie vor allem mit ihrer Gewichtung nochmal so eine Performance in diesem oder nächsten Jahr wie vor 2 Jahren machen will. Das sehe ich nicht. Also eine Tesla wird gut laufen, glaube ich sogar. Aber 8,43% im Fonds, 1,26 Milliarden Dollar da drin zu haben, finde ich ein bisschen viel. Teladoc Health, okay, das ist zum Beispiel eine klassische Innovation, cooles Ding, ja, Health Communications und sowas, finde ich super, aber auch da fast 1 Milliarde, Zoom fast 1 Milliarde, also das ist mir alles zu viel, da wünsche ich mir eine breitere Streuung und eher innovativere Unternehmen. Dann nimm innovativere Unternehmen, verzehnfache deinen Fonds, meinetwegen, und zieh da ein bisschen Kohle raus, weißt du, und diversifiziere. Aber das ist mir persönlich zu viel. Sie wird es besser wissen. Sie ist vermutlich sehr viel erfolgreicher als wir. Und ist okay. Eigentlich jetzt für ein Gerücht. Ist okay, aber trotzdem finde ich einfach, Gewichtung kann man kritisieren. Und das kritisiere ich da. Und da kritisiere ich dann auch zum Beispiel den 10xDNA von Frank Thelen. Der macht nämlich Ähnliches. Wenn du mal reinschaust, da haben wir schon mal drüber gesprochen, da hat sich seitdem auch fast nichts geändert. Der hat 11% Tesla, 10% Palantir. Und dann kommt Tencent und Coinbase. Das ist Wahnsinn. Ja, der hat sehr ähnliche Positionen. Tesla hat er drin, Coinbase hat er drin, Ginkgo Biotech hat er drin, erinnere ich mich. Palantir haben wir gesagt. Ja. UiPath ist drin, haben die auch. Teladoc zum Beispiel hat Frank Thelen nur mit 2% gewichtet, was ich da spannend finde. Und ehrlich gesagt finde ich das eine schönere Geschichte als bei Katie Wood, ist, dass Frank Thelen hingeht und sagt, für mich ist die Blockchain eine Innovation. Also hole ich mir direkt Ethereum und Bitcoin mit rein, zusätzlich eine Coinbase. Das macht Katie Wood nicht. Die hat einfach nur eine Coinbase. Und eine Coinbase hat einen schlechten Support. Da kann es mal eine Plattform geben, die besser ist, die besser bedienbar ist, die besseren Support hat, die ein schöneres Software hat. Dann ist Coinbase schon nicht mehr so schön. Und dann sind 805 Millionen Dollar einfach mal weniger wert als jetzt. Und da zum Beispiel finde ich den Frank Thelen-Fonds durchaus attraktiver. Aber auch hier finde ich, also eine 11%ige oder eine 10%ige Gewichtung in einem Fonds ist mir persönlich zu riskant. Ja, finde ich auch sehr viel. Genau, vor allem, wenn du, der hat ja Coinbase, Bitcoin und Ethereum, also wenn du da irgendwie guckst, was insgesamt halt Krypto, schrecklich Blockchain bei ihm im Fonds ausmacht, ist schon eine ganze Menge. 14%. Boah,
Ja, und dann hast du Tesla mit 11% und dann hast du schon 25% des Fonds. Und das ist viel. Und das finde ich persönlich einfach nicht gut. Da denke ich immer, ey, dann auch noch hohe Kosten. Also ich meine, der Frank-Thelen-Fonds, wie gesagt, ich glaube denen das auch, dass es alles Unternehmen sind, die irgendwie Potenzial haben, ne, aber es ist halt derzeit schwierig, alles cool. Aber wenn ich mir dann angucke, dass so ein Fonds auch noch über 1% kostet, ich meine, der kostet 1,8% pro Jahr. Gut, der ist ausschütten. Lass mal 0,6% ausschütten, keine Ahnung. Ja, aber der kostet immer noch über 1%. Wenn ich mir einen Nasdaq-ETF reinpacke für 0,25, fühle ich mich glücklicher, bin ich sicherer, nehme aber trotzdem die Technologie halt mit. Also ich sehe derzeit nicht den Vorteil in solchen relativ spekulativen Produkten. Egal, ob es von Katie Wood ist, egal, ob es von also irgendwie, was halt, die hätte irgendwie ihren Fonds aktiver managen müssen sozusagen, anstatt irgendwie mit sie halt dann diese ganzen Schwankungen nicht mitmacht. Mal halt ein bisschen rein, raus, mal vielleicht irgendwie Gewinne mitnehmen oder sowas, anstatt dass sie halt voll diesen Abwärtstrend mitmacht. Ja. Den hat sie ja quasi tatenlos zugesehen. Ja. Finde ich auch ein bisschen schwierig. Ich meine, das ist so ihr Konzept, aber trotzdem, man muss ja auch ein bisschen an die Anleger denken, die auch mal Geld daraus haben wollen. Ja, da hätte sie vielleicht mal so ein bisschen ihr Konzept anpassen müssen, mal ein bisschen weniger spekulativ. Und ich meine, dann kann sie ja diese ganzen Sachen, kann sie ja wirklich nachkaufen, so eine Ginkgo und so weiter. Hat sie jetzt ja gemacht. Ja. Irgendwie hätte sie das besser managen können. Ja, und da ehrlich gesagt beruhigt es mich dann auch nicht, und das ist mir auch egal, ob das ein Herr Thelen sagt oder eine Frau Wood, wenn die beide dann sagen jetzt, was sie beide zufällig gemacht haben, ja, wir haben ja auch nochmal unser privates Vermögen da aufgestockt und da stecken wir voll drin und wir glauben daran. Also, wer fällt denn noch sowas rein? Also, tut mir leid, stell dich doch einfach mal hin, sag, mein Fonds läuft gerade scheiße, läuft bald besser. So, ihr müsst einen langen Atem haben, Punkt, Endschluss, aus. Dann ist doch auch okay. Aber immer dieses Gesabbel, die Value-Werte. Nur weil es, ja, weil es regt mich tierisch auf, weil es jetzt günstig ist, ist es die Value. Was für ein Unfug. Also, tut mir leid, aber eine Roku ist mit Sicherheit nicht die Value. Oder eine Ginkgo. Also, es ist Unfug, ne? Sind wir uns einig. Und auch hinzustellen, ja, wir haben es gerade schwer, aber Innovation setzt sich durch, ja, ist schön und gut, aber das reicht mir halt manchmal nicht. Wie du schon sagtest, dann manage bitte mehr. Genau. Und 11% im Tesla, Digga, da krieg ich Ausschlag. Ernsthaft, also das ist mir einfach alles zu viel. Da kippe ich um. Und darauf das ist mir alles zu viel. Ja. Ich meine, Tesla, ich glaube da ja auch dran, aber ich meine, man muss ja nicht alles mitmachen. Und man muss ja jetzt auch nicht immer nur Tesla kaufen und Tesla und Tesla. Und hey, die haben ja auch in 10 Jahren nur 18.000% gemacht. Ich meine, das geht ja immer weiter. Es wird auch wahrscheinlich schon noch weitergehen, aber es nervt mich einfach. Mich nerven diese Gewichtungen, mich nervt dieses fehlende Engagement im Managementbereich und dann die hohen Kosten. So. Kauf der ETFs. Hast du deinen Punkt klar gemacht? Ja, und nochmal, und das will ich auch nochmal ganz kurz sagen, auch die Unternehmen, die da drin sind, versteht doch niemand. Also klar, die haben alle Teams und sowas, aber man muss es doch auch den Leuten mal klar machen. What the fuck macht eine Twilio? Ich habe es mir durchgelesen. Intelligente Kundenbildung im großen Rahmen. Was ist das denn bitte? So, toll. Unity, okay, so ein Plattformer, alles cool. Ja, Roku, alles klar. Teladoc Health, keine Ahnung. 1 Milliarde Umsatz, schön. Aber was, also, mein Gott, das ist mir alles zu viel, weißt du? Das Problem, und jetzt sage ich noch was. Das Problem ist, wenn ich Unternehmen habe, die ich nicht verstehe, und die kaufe ich ja nun mal über den Fonds, dann bitte so breit gestreut, dass das Risiko minimiert wird. So, wie in einem Russell 3000 oder meinetwegen sogar im Nasdaq oder SP 500. Da sind Unternehmen drin, davon verstehe ich nichts. Aber ich kaufe mir doch keinen Fonds, wo so viele Unternehmen drin sind, die ich nicht verstehe, von denen ich sogar ausgehe, dass man die intern gar nicht so richtig krass verstehen kann. Ja, ehrlich gesagt, eine Palantir zum Beispiel, fies gesagt. Und habe dann nur 20, 30 Positionen mit hohen Gewichtungen und dann wundern sich die Leute, warum sie Geld verlieren. Also das nervt mich. Ja, da kann man auch gerne mal hier Rede und Antwort stehen, Frau Wood. Genau. Kommen Sie in mal unsere hin. Sendung. Oder? Ja, da sage ich, Katie, setz dich mal in Ruhe, mach uns Espresso jetzt und dann geht's los. Da frage ich sie mal, was ist denn da los mit der Coinbase? Erzähl doch mal. Robin Hood, Digga, Entschuldigung, muss ich auch mal ganz kurz sagen, die hat Robin Hood drin. Robin Hood hat sich mal jemand mit Robin Hood auseinandergesetzt, wie scheiße dieser Laden ist. Wie übertrieben schlecht der ist. Wie die Leute keinen Bock mehr haben. Guck mal auf Reddit, guck mal in die normalen Foren rein. Das ist doch einfach Mist. Und dann kauft die den Laden für 235 Millionen Dollar in ihren ETF rein. 1,57% Gewichtung. Gute Gewichtung, okay. Aber what the fuck? Tut mir leid, da kann man natürlich hingehen und kann sagen, ja, aber das ist ja wirklich fundamental jetzt gut bewertet, weil er hat verloren. Ist einfach scheiße, die Bude. Ist einfach kacke. So,
Das sind Leute, das sind typische Analysten und Analysten. Die sitzen in ihrem, ja, hast du eben gesehen, wo die sitzen, in so einem schönen Bunker, wo alles wundervoll ist, sitzen in ihrem Elfenbeinturm, aber gucken nicht einmal, was die Community dazu sagt. Und das ist halt einfach ein Problem. Tut mir leid. Robin Hood ist einfach eine Scheißbude, eine Scheißaktie. So. So. Ja, könnte ich mich also, stundenlang drüber aufregen. Das nervt mich. Konstantin, kein Espresso mehr vor der Sendung. Nee, das ist ja auch mal wichtig, dass man. Das tut dir nicht gut. Das ist ja auch mal wichtig, das mal auszusprechen. Also, wenn du jetzt mal wirklich, wie vieler verarscht wird, ich sage nicht, dass das komplette Verarsche ist, aber ich sage, dass auch solche Menschen die Unternehmen nicht alle verstehen können. Und dass man dann halt genau hingucken muss. Und wenn die Leute investieren, das sieht halt richtig aus. Ja, wenn die Leute dann investieren, sollen sich halt auch klar sein, dass da mal 50-60% wegfliegen können. Gut, das sagt Thielen zum Beispiel auch. Das, bei Katie Wood habe ich das Gefühl nicht. Bei mir im Video hat er es gesagt. Genau, das finde ich auch fair. Da mache ich Frank Thielen viel, viel weniger Vorwürfe, wenn ich überhaupt ihm Vorwürfe machen kann, dann in Bezug auf die Gewichtung, als einer Katie Wood, die immer nur sagt, nein, wir sind jetzt Deep Value. Unfug. So, kein Kaffee mehr für Konstantin von der Sendung. Ja, aber einer muss es ja sagen. Also ich meine, ist ja einfach so. Ja. Also darauf stehe ich auch. So. Ja. Noch eine andere lustige Sache. War völlig unabhängig davon, aber habe ich entdeckt und will ich teilen. Zack. Ich bin mal gespannt. Genau, und zwar haben wir hier einmal. ESG, ja. Das ist wieder so ein Puls. Ne? Wirklich, Puls mir nicht an, aber da kriege ich jetzt schon so. Also, was sehen wir hier? Wir sehen hier den blauen Chart, das ist der MSCI World ESG Leaders, jetzt ein Luxor ETF, und der rote Chart ist der ganz normale MSCI World. Und was wir halt sehen, ist, dass der klassische MSCI World, zumindest auf Monatssicht, den ESG outperformt hat. Das fand ich mal ganz, ganz lustig, weil ist natürlich die ganzen Ölkonzerne, die machen ja gerade ganz gute Gewinne, der Ölpreis so hoch ist. Und die kommen ja so in ESG Leaders nicht so unbedingt vor. Nein, nicht ja, unbedingt, aber teilweise schon, oder? Ja, je nachdem. Also ESG Leaders, es ist ja, ich weiß nicht genau, wie der konstruiert ist, aber es gibt ja auch diesen Best-in-Class-Ansatz und ich glaube, danach ist der auch ausgerichtet. Du nimmst quasi aus jeder Branche den Besten oder beziehungsweise dann in manchen Branchen halt den am wenigsten schädlichen. Und von daher kannst du auch durchaus. Von daher kennst du auch durchaus Ölkonzerne oder Bergbaukonzerne in solchen Sustainability. Da siehst du mal, wie scheiße haben. Das schon wieder ist. Also auch. Ja, so. Ja, aber wie gesagt, finde ich halt lustig, dass halt hier jetzt ein bisschen auf Monatssicht, ist ein kurzer Zeitraum und so weiter, halt hier die bösen Werte, der die guten outperformen, weil halt eben im Moment Öl sehr gut läuft. Wir hatten letzte Woche drüber gesprochen. Royal Dutch Shell, habe ich ja selber im Depot. es läuft sehr gut. Und hier war aber echt hier der Gap ziemlich groß zwischen halt dem blauen, also dem ESG Leaders und dem iShares, dem klassischen MSCI World. Und hier hinten raus wird es halt jetzt echt immer enger. Einfach nur noch so eine nette Entdeckung, die. Dazu gibt es übrigens ein sehr spannendes Video auf dem YouTube-Kanal René für Rendite, wo Andreas Beck sich mit nachhaltigen Geldanlagen auseinandersetzt. Genau. Der Herr Beck als ein sehr kompetenter Mensch, der sagt, hat da auch eine sehr deutliche Meinung zu. Ja, er sagt, er weiß nicht, was das bringt. Das macht die Depots nicht besser. Ja. Ich kann es ja mal in den Chat posten. Einen kurzen Augenblick, ich muss es eben suchen. Ich kaufe jetzt den Ark Innovation. Den du abgelästert? Was heißt, ich will das nochmal ganz kurz klarstellen. Was heißt abgelästert? Ich habe größten Respekt vor dem, was diese Frau erreicht hat. Und auch erst recht, was ein Frank Thielen erreicht hat. Aber man muss halt manchmal ein bisschen aufpassen. Also nicht nur die Leute, die das managen, sondern auch die Leute, vor allem, die es kaufen und sich dann beschweren. Und die es managen, nur in der Kommunikation ein bisschen aufpassen. Also du beschwerst dich erst und dann kaufst du. Ja, natürlich. Ich kaufe, weißt du, das Ding ist halt, was man nie vergessen darf, wenn man das jetzt kauft, dann kauft man Deep Value. Genau, und du bist ja pro Value, wie du ja deutlich gesagt hast. Ich bin pro Value. Wusstet ihr ja schon, es ist ja auch ganz lustig, es gibt ja auch so den Anti-Arc, ne? so ein Short-Arc. Also so ein Put-Produkt drauf, oder was? Genau, der halt hier entsprechend 10% cool. Zugelegt hat im letzten, sogar mehr auf. Ja, mir tut das ja auch irgendwie leid, weißt du? Das ist so, ist auch sehr deutsch. Scheiß drauf, was die erreicht hat, jetzt ist sie nicht mehr so gut, also lässt sich jetzt. Ja, aber ich meine, es gibt ja offensichtliche Gründe, weißt du?
Mein Gott, wir haben halt nicht das Geld, da müssen wir. Ja, ja, genau. Wir haben das nicht so wie Sie, dann können wir da auch draufhauen. Das ist halt so. Ja, genau, genau. Das ist so, genau. Also, mit diesen Worten. Ey, Entschuldigung, eine Sache noch, ne? Wie viele Schwurbler hier im Chat sind, haut mal ab. Also, da bin ich jetzt aber mal recht. Das kann man auch mal eben noch sagen, oder? Ach, ich will es einfach ignorieren. Ach Mann, okay. Okay. Du hast schon genug Koffein rausgelassen. Ja, sonst da würde ich jetzt aber nochmal richtig einen rausholen. Da würde ich jetzt aber nochmal richtig reingehen. So, genau, ich poste hier mal unseren YouTube-Kanal René und Risken. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann kommt hier auf den Kanal und abonniert uns. Da jede Woche sind wir hier auf Sendung und geben unsere Weisheiten zu den Märkten preis. Und wie ihr seht, hier werdet ihr informiert. In diesem Sinne, hast du da was zu sagen, Konstantin? Nein. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, wir trinken Espresso und lästern über Fondsmanager. Da haben wir eine ganze Liste. Da habe ich hier, der Schrank ist voller Lästermöglichkeiten da hinten. Das sind solche Ordner, da sind alle Fonds drin. Genau, hast du den ganzen Fondsmanager gestalkt und Material gesammelt. Da gibt es wirklich die unglaublichsten Sachen. Wenn du dir mal aktive Fonds anguckst, wirklich unglaublich. Und damit meine ich nicht den, an den jetzt alle denken. Den lasse ich in Ruhe. Ja, Dirk Müller, ich... Das hast nur du gesagt. Nein. Ehrlicherweise, die Idee von dem Müller, der Fonds, das ist doch eigentlich aus Marketingprodukt ist das total genial. Warum die Leute dort 500 Millionen reinstecken, das ist eine andere Frage. Aber rein vom Ansatz her, ich mache null Performance und verlange dafür Gebühr. Das ist wirklich genial. Ja? Das ist auch genial. Und auch da, also, das möchte ich noch mal ganz kurz sagen, auch wenn ich hier manchmal rage, ich mache denen daraus keinen Vorwurf. Also für sie selbst, das mache ich wirklich nicht. Ich mache den Leuten einen Vorwurf, die das Geld dort drin haben. Und genau. Ich hoffe, das kam auch eben rüber. Ich mache den Leuten einen Vorwurf, die sich nicht genug informieren und das Geld da reinpacken und sich dann beschweren. Da mache ich den Leuten einen Vorwurf. 500 Millionen Schweizer Franken sind in diesem Fonds. Aber ich sage dazu nichts. Ja, ich sage es auch nicht, wird hier Schweizer Franken angeben. Ich sage dazu auch nichts. Ich sage wirklich, da halte ich mich wirklich raus. Weil nicht nur die Idee ist genial und auch da, wer so ins Messer rennt, 500 Millionen, dem ist auch nicht zu helfen. Dem gönne ich das. Das ist anders als bei Innovation. Dem gönne ich das, weil er sagt das ja öffentlich. Ja, er sagt, er will halt hier die Schotten hochhalten und so weiter und wenn halt die Krise... und wenn die Krise vorbei ist, dann macht den Fonds auf und dann geht's ab. Der Dieter fragt, ob wir für Kunden kaufen. Nein, das ist auch keine Anlageempfehlung oder ähnliches. Wir weisen nur auf Missstände in der Branche hin. Aber nochmal, die Missstände liegen meistens bei den Käuferinnen und Käufern und nicht bei den Emittentinnen und Emittenten, geschweige denn den Managerinnen und Managern. Mein Gott, du bist aber auch echt political correct. Ja, habe ich mir angewöhnt. Das ist jetzt der Wassertrinken. Weißt du, was ich letztens in einem Handelsblatt-Artikel gelesen habe? Da ging es um die Arzt-Patienten-Beziehung. Oh Gott. Wir haben Ärztinnen-Patientinnen-Beziehung. Ja, das ist manchmal ein bisschen viel. Das gebe ich zu. Auch da möchte ich nochmal einen Hard-Take, weil wenn wir hier schon mal sind. Ich persönlich finde Gender total wichtig, aber ich mag das Sternchen-Gender nicht. Wenn, dann schreib es aus oder sag es. Das war das Doppelpunkt-Gendern im Falle vom Handel. Ja, das ist ja, finde ich auch spannend. Finde ich auch eine wahnsinnig spannende Diskussion, die so die Journalistinnen und Journalisten untereinander führen. Nehmen wir einen Doppelpunkt, ein Sternchen oder einen Strich? Da bin ich gespannt, was sich da durchsetzt. Da bin ich gespannt. Ich würde all mein Geld derzeit auf einen Doppelpunkt setzen. Aber vor einem halben Jahr hätte ich noch ein Sternchen gedacht. Ja, mach doch mal einen Fonds. Ein ETF. Ich mach doch auch einen ETF. Das ist gar kein Thema. Mach doch mal ein Sternchen Doppelpunkt Schrägstrich Index und mach darauf einen ETF. Genau. Und was ich mir auch überlegt habe, wir sind jetzt nicht mehr so viel, deswegen kann man das nochmal ganz kurz besprechen, wie die Leute das fänden. Hier, Dieter, Adam, könnt ihr mal eure Meinung sagen. Auch natürlich du gerne, René. Ein NFT auf so einen Screenshot von mir. Auf der Blockchain. Ja, machen kann man es. Meinst du, das kauft jemand? Meinst du, das kauft jemand? Oder so ein Rage, so einen kurzen Rage-NFT? Ich meine, versuch's. Aber wenn, dann würde ich halt 10.000 machen. Also 10.000, ich würde 10.000 NFTs machen, von mir, würde ich die verkaufen. Ja, wird auch ankommen.
Ja, Feedback von dir ist jetzt nicht so gut. Dann lasse ich es. Weißt du was? Dann lasse ich es. Dann mache ich mein ETF und fertig. Ich meine vielleicht von deinen Füßen oder so. Das darf ich jetzt hier nicht zeigen. Ich war ja Model für die Hobbit-Füße. Bei den Herr der Ringe. Aber vielleicht gefällt das manchen Leuten. Also das könnte ich versuchen. Adam wird kaufen und das ist richtig so. Das ist Deep Value, weil das ist Deep Value. Ich imitiere die für 100 und wenn sie 30 wert sind, ist Deep Value. Genau, Deep Value, du kriegst. Ich mache es mir manchmal leicht. Ich möchte nicht wissen, was Deep ist in dem Fall. Ja, wenn meine Füße, dann die Haardichte. Oder sowas. So, aber jedenfalls, abschließende Worte. Genau, es war uns eine große Freude, dass ihr alle da wart, so zahlreich erschienen seid heute. Es war uns eine große Freude, dass ihr meinen kleinen Katie Wood Rage aufgenommen habt. Nehmt ihn euch zu Herzen, die Fehler liegen bei euch, nicht bei denen. Und passt auf euch auf. Und bleibt gesund. In diesem Sinne sehen wir uns wieder nächste Woche, hoffe ich. Bis dahin, macht's gut. Keine Anlageempfehlung. Tschüss. Keine Anlageempfehlung.